Freunde Modellbahn-Kumpels, hier ist wieder der Jens. Jetzt bin ich in Halle 5.10. Und dann nehmen wir hier noch ein paar Impressionen mit, bevor ich nach Hause gehe. Tut nämlich alles weh. Wem es interessiert, weil hier gibt es nämlich keine Modellbahn. Hier gibt es so Autos und Modelle, die halt gebaut werden, Panzer und so weiter. Und das gucken wir uns einfach jetzt mal an. Echt du? Ja? Ich sag nur Bescheid, was ich machen soll. Wenn dann was mit dem Stock sauber geht, dann mach ich das. Wenn das der Mutter hat mich angeguckt, ich sag, es ist besser so, bevor ich rausziehe. Ja? Da ist ein Punkt, wo du mich treffen kannst, ist bei meiner Mutter. Na ja, bitte. Also, können wir... Nee, würde ich mir gerne mal angucken. Würde ich mir lieber erstmal das angucken, weil das, da wäre ja echt gespannt. Ja. Wenn du wirklich mal rund 100 kommst, dann hast du mal Nicht schlecht. Zum nächsten Stand. Da bin ich nämlich jetzt ein bisschen Off-Mensch hier. Ey. Die Leute, die laufen nicht durch die Gegend, das interessiert die gar nicht. Ja. Gibt es auch einen Bundeswehrstand. Da wollen sie neue Rekruten wahrscheinlich beeindrucken oder neue Leute beeindrucken, dass sie zur Armee gehen. Und die kämpfen dann natürlich nicht für Deutschland, sondern für ein anderes Land. Ja, mal hier ein paar Gummidier, darf ich das? Dankeschön. Schön. Mal was zu fassen, so Süßigkeiten, ja genau. So. Sehr posch, sehr cool.
hätte wahrscheinlich ein paar Waggons mitnehmen können und ein Graffiti drauf machen lassen können. Aber da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Es sei denn, ich würde den einen Waggon jetzt ummalen lassen. Nee, das ist die Idee. Moment. Da haben wir eine Frage. Darf ich noch kurz stören? Ja, natürlich. Machen Sie auch Graffitis auf sowas hier auf Waggons drauf oder so? Das mache ich gar nicht. Gar nicht, ne? Aber der Kollege, der hier normalerweise, der holt sich gerade was zu essen. Ja. Das ist ein ehemaliger Graffiti-Künstler. Ah, ist klar, aber ich glaube auf dem Spur N-Waggon, das ist sowieso schwierig mit der Airbrush-Pistole. Der holt sich gerade im Moment einen Bratwurst, glaube ich, der müsste gleich wieder da sein. Ja, da komme ich dann gleich nochmal vorbei. Gut, danke. Das ist nämlich die Idee, Leute, dass man sich den einen Waggon, den ich noch gekauft habe vor 10er, dass ich da Graffiti drauf mache, dann ist da 4 Graffiti-Waggons. Da können jetzt wieder die Hater schreien, du bist ja bescheuert. Aber das ist meine Sache. Und mein Waggon. Ich könnte mir noch so eine Drohne holen, aber ja, ich glaube, ich habe genug aus dem Fenster geschmissen heute. Warum sagst du es? Das ist eine richtig teure Drohne, gibt es auch richtig günstige. Das ist was für einen Benni. Benni, das ist was für dich. Du stehst das auf Boote oder Modellboote, das ist dein Ding. Überhaupt Modellbau ist cool. Gehen wir weiter. Das ist ja nicht schlecht. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil der Akku nämlich jetzt schon wieder einen Strich verloren hat. Es wird doch ein bisschen zu viel des Guten heute gewesen. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Ich muss das Handy dann herhalten. Ne, ist schon okay. Das sind sehr, sehr geile Modelle, ey. Aber die Preise, die sind bestimmt, ja, dementsprechend hoch. Sehr schön. Ich bin davon schon mal vorbeigelaufen, aber da hatte ich noch nicht die Kamera dran. Ich muss erst mal überlegen, was ich mit der Kamera mache, da die vor uns komplett abgeschmiert ist. So. Das sieht auch sehr schön aus hier. Ja. Das Laser kommt nicht aus, oder aus Pappe ist das, glaube ich, alles hier. Ja. Ihr seht das? Alles aus Pappe. Entschuldigung. Alles aus Pappe, richtig? Ja. Das ist aber wirklich krass, was man... Der ganze Bereich ist alles Karton. Das ist schön krass, was man daraus machen kann, ne? Also das staune ich ja wirklich. Ja, das ist nicht schlecht, ne? Alles aus Pappe. Respekt. Sehr, sehr cool. Ah.
Also wenn man da so genau hinguckt, da sieht man das manchmal, dass das Pappe ist. Super Loks. Das ist natürlich nicht schlecht. Alles aus Pappe, Leute. Alles aus Pappe. Oder Karton. Ich dachte, die Lampe ist an. Jetzt machen wir jedes Jahr Anfang September. Also es gibt immer noch die Möglichkeit. Das Problem ist ja, ich fange dann im September mit Urlaub an. Wieso? Machst du das auch mal da anlaufen? Wahnsinn. Echt cool. Gut, halt ich auch noch hin. Schlecht. Ja, gut, gucken wir mal weiter, Leute. Da habe ich noch was ganz Besonderes für euch. Stromabnehmer in echt. Ja, da wisst ihr Bescheid. Das sind die Dinger, die da oben drin sind, die abgeschliffen werden und dann ausgetauscht werden müssen. Oh, das Schild kennen wir doch, ne? Habe ich auch. Alter LKW. Ach, das sind sogar noch mehr. Das müssen wir natürlich auch fotografieren. Ja. Das ist natürlich voll aufs Bild, obwohl ihr seht, dass ich ein Foto mache. Also solche Menschen. Aber das kennen wir ja, ne? Alles Ich-Menschen hier auf der Messe. Habe ich jetzt schon sehr, sehr oft erlebt jetzt hier. Die schubsen, drängeln und, furchtbar. Erinnert mir beinahe mal die Kamera aus der Hand geschlagen, weil ich ja nicht aufpassen kann. Und wenn du dann was sagst, dann werden sie da noch patzig. Leider. Hier ist aber relativ wenig los, also hier ist nicht so voll. Wie bei Modellbahn drüben, gucken wir nochmal hier rüber. Da gehen wir nochmal zu dem Stand von der Bundeswehr. Und hier kann man dann hier kriegen sie Gelümpel raus und Zeug. Besser als die andere. Der lief nämlich gerade vor uns hier, komischer DJ Ötzi oder wie dieser Affenkopf ist hier. Das kann man sich gleich mal anhören. Ja, das ist der Bundeswehrstand. Mit dem echten Cockpit von dem Flugzeug. Gucken wir auch nochmal hin. Das ist Strahlentriebwerk noch. Thank you.
Blitz machen. Ja, da gucken wir nochmal hier hinter in die andere Ecke. Ihr sollt aufpassen, dass diese blöde Speicherfunktion der Kamera sich nicht mit aufhängt. Das ist nämlich jetzt zweimal schon passiert. Und deswegen muss ich da halt ein bisschen aufpassen. Ja, doch immer realistisch. Ja, ja. Aber nur leichter. Ganz Baumsäuer. Also bei der Eisenbahn drüben ist auch irgendwie viel mehr los. Das ist schon komisch, ne? Da ist nicht so viel los. Ja, ja, mache ich doch. Ich habe alles in der Tasche drin. Ich guck. Nur. Ja, ist ja in Ordnung. Hübsche, schöne Modelle. Nicht schlecht. Das wäre vielleicht was für dich, Benni. Also ich meine, das ist für meine YouTube-Gruppe, deswegen rede ich mit mir selber, damit das meine Leute bei YouTube verstehen, was ich hier filme. Deswegen. Und dann war ich schon in einer anderen Halle und jetzt ist hier. Da gibt es auch sehr schöne Sachen. Und diese Modelle sind sehr, 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 sehr cool. Okay, danke. Bitte. So, Freunde, das war jetzt das Modellpanzer. Und jetzt gucken wir mal nochmal zu den Schiffen. Ich habe hier warme Schauen. Hier drüben. Das habt ihr auch schon alles gesehen. Aus der ehemaligen DDR, in der Ostsee. So, jetzt gucken wir mal hier rum. Da geht es noch hin. Ja, da geht es noch. Jetzt gucken wir mal zu den Schiffen. Ne? Weil an Nord- und Ostsee haben wir durch Fahrer und Nordsee durch die Schiffe gespielt. Ja, jetzt kommen wir zu den Schiffen. Wenn man die Kopfhörer nimmt, das Jugendding kriegt, das ist schon nicht mehr Hammerstraße, das ist Hammerstraße. Stimmt. Dann wird doch die Kugel gemacht. Sehr, sehr cool. Ich kann das Ding auch nicht verfolgen. Können wir reinfangen? Es ist zu schnell. Es ist zu schnell.
Lasercut? Oh, 3D. Das ist 3D-Programm. Sieht man ja. 3D-Druck.
So, dann haben wir mal rüber. Hier ist noch schon was gewesen, was schon nicht gefilmt hat. Schiffe gibt es ja wirklich en masse. Der Halle. Ich könnte die T-Shirt nicht mit filmen, weil du bist ja selber gefroren aus dem. Für Holzzeit, für Armbänder und Fächer oder so. Aber nicht in richtig, als richtige Kugel. Doch, als richtige Kugel. Nein, ich war doch gerade gucken. Bei uns im Bastelladen gibt es die. Ich habe vor 80 Jahren mit der Polizei das ist ja geil. Na gut. Was ist das da hier? In so einer Zeitschrift im Bücherhof. Ah ja, warte noch nicht. Da haben wir jetzt schon was. Landschaft. Ich will ja auch mal sowas zu Hause machen, hier bei TT, so ein Auto ist auch. Mit ihm mal reden, also. Ich will erst mal wissen, was ich brauche, was für Widerstände und LEDs und Schlafenschutz. Was sie brauchen, die brauchen erst mal alles, das was auf dem Tisch liegt. Übel. So Leute, das kann mir nicht Teile haben, kommen die alle. So geht ihnen die Lust. Und wenn sie nicht vergeht, die Lust, dann vergeht sie spätestens da, wenn sie nicht wissen, wie löse ich das jetzt an. Stimmt, die müssen auch. Das ist ich immer, auch sage immer, es kommen immer so Dinge, da laufen sie dabei, da sind die Kinder dabei. Zum Beispiel an der Dorfstraße, an der Dämmung, an der Dämmung. Da laufen sie dabei, da sind die Kinder da. Sie haben entweder alles raus oder nachfahren. Ja, das ist dann kann man dann Modellfahrzeuge kaufen. Da gibt es auch ganz schön krasse hier. Leute. Thank you.
Andere Seite nicht schon mal. Die ganzen Akkus hier für die Fahrzeuge und für die Drohnen. Ist das gleiche in Grün? Nur aus Bücher. Viele Lektüre hier. Fahrzeuge, Bremser, Flugzeuge. Alles, was es so gibt. Ja? Hotelbausätze. Schlecht. Munitionskiste 15 Euro. Man muss ein Werkzeug reintun. Der Fernsteuerung kostet 20 Euro, ja? Mhm. Okay, danke schön. Achten, was schießt denn auf dich? Nee, das geht aber nicht. Das ist cool. Na, ja, freut mich. Das müsste normalerweise bald kommen. Ja, aber darf ich mir so ein Ding kaufen? Hast du 20 Euro mit? Nein. Also ich selber nicht. Ich erstmal nicht. Will ich hoffen. Ja, ich hab keine mit. Bam, 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 bam. Oh, das will ich jetzt. Ist das alles der gleiche Panzer, ja? Den und hier. Ah, okay. Völlig cool, ne? 20 Euro für so einen Panzer, der Geräusche macht, der sich drehen und alles. 20 Euro. Du brauchst dringend 20 Euro. Ich auch. Jetzt haben wir ein Problem. Ich habe schon 250 Euro heute ausgegeben, das reicht. So, was haben wir an schönen Zigarren? Waggons, eine Lok, ein paar Kesselwagen. Naja, Eisenbahn. Ja, also das wollte ich halt noch so einen Panzer mir holen, aber ja. Ja. Muss man sich dann überlegen, ob man es macht oder nicht. Na, da vorne gibt es einen für 12 Euro ohne Geräusche und. Aber auch ferngesteuert. Ohne Geräusche und ohne Schlüssel. Für mich ist für jemanden anders. Ja. Deswegen. Karl, da hast du heute schon 2 Flieger gewonnen.
Ja, jetzt habt ihr das gehört, was ich ausgegeben habe insgesamt. Hier, Vorsicht. Vorsicht, der Kaffee. Einbauen lassen, machen. Nicht, was das gekostet hat. Der hat das verzapft, 6 Platina. Stände durch. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, ja, ja. So, das haben wir schon. Da waren wir schon mal, ja. Spitz nicht mehr durch. Ja, ja, war mal schön. Gut. Muss man da hier nochmal hin? Nein, ich mach mal wieder. Ich muss das noch schaffen. Ja. Knapp daneben. Soll ich fliegen oder für mich? Da war mal schön. Es gibt ein Modell in der Strahle. Gibt es hier.
So ein Teil, wo man da nur fahren kann, um man draußen zu lassen braucht. Man kann noch fahren, auch der steht sogar da. Entschuldigung, ist das echt der Eihof oder ist das vielleicht so ein ja. Echte, ja? Nachbau. Nachbau, also nicht diese richtigen Eihof. Okay. Das wird wahrscheinlich auch viele mehr kosten. Ja. Alles klar. Danke Ihnen. Habt das gehört? Kein echter Eihof. So, ich glaube, das war's jetzt erstmal. Jetzt kann man abschalten. So, dann gibt's noch was zu essen. Und dann ist ja Schluss. So Leute, das war's von der Hobbymobilen Spiel 2017. Ich hoffe, die Impressionen haben euch alle gefallen, die ich gemacht habe. Ich habe so gut wie möglich versucht, alles mit aufzunehmen, was geht. Natürlich habe ich bestimmt einiges vergessen, aber es ging halt nicht anders. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und ja. Lasst dann ein Like da und über neue Abonnenten würde ich mich sehr freuen. In dem Sinne, tschüssi.